Ja, ich weiß, tagsüber sind irgendwie die Banditen aktiver. Aber ich glaube, ich habe weniger Schiss vor den Banditen als vor den Viechern. Schon jemanden aufgehangen. Sympathisch. Okay, nochmal so eine Pausenstation hier. Die haben auf jeden Fall gut gewütet hier. Aber zu sehen ist nichts. Unser Weg sein. Okay, ich speichere mal. Wir werden ja nicht drum rumkommen. Ich kann auch ja, das F5, ne? Wir werden ja nicht drum rumkommen, hier mal näher ranzugehen. Haben wir die zwei Fragezeichen aber im Prinzip schon mal geklärt. Das eine Fragezeichen war das Versteck. Das andere Fragezeichen die Banditenhütte hier. Einmal die Lage erkunden. Wo es denn hier möglicherweise Zugänge gibt. Sieht aber so aus. Nur übers Dach. Scheiße, Leute!
Oh, die haben Hunde? Das ist auch neu. Komm schon. Da oben. Da hat er sich der Mistkerl versteckt. Leute, wir müssen den Schweinehund finden, bevor er uns noch endgültig erhaut. Kommt wohl doch keiner mehr. Schweinehund! Mein Gott, ey. Er ist hinter den Ich finde euch schon. Wir müssen das Miststück finden. Es sind mehr hier drin, als ich dachte. Ich glaube, zwei Stück noch. Schnell weg!
Ich meine einer noch. Weil einen habe ich zwar erwischt, aber der war nicht tot. Ach ja, so wie von deinen Kollegen. Das war wieder mit Hass daneben. Verdammt, Sie haben ihn erwischt. Wer ist? Wir stecken tief in der Straße. Nur so ein blöder Schweinehund, den er wirklich direkt in dem Loch, in dem er sich versteckt. Zwei noch? So wie ich das sehe. Wobei, das dachte ich auch vorhin schon. Einer noch. Du hast gewonnen, Mann. Der ist ganz schön gewieft, dass er mich so gekriegt hat. Verdammte Scheiße. Ja, beruhigt euch. Ich komme sofort. Lass mich eben erst gucken, was es hier eventuell noch zum Looten gibt. Was ich mir hier noch Gutes mitnehmen kann. Ja, ich hole euch da schon raus, keine Sorge. Aber ich brauche Material. Alles, was ich kriegen kann. Lass uns hier nicht zurück. Hörst du? Mach ich nicht. Ruhe bewahren, Schock bekämpfen. Das hast du richtig erkannt. Bitte, lass uns hier raus! Lass doch keine unschuldigen Seelen, nein! Ach so, Entschuldigung. Wir werden auch für dein Seelenheil beten, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist, Gott segne dich! Gebete sind gut, aber... ich möchte dir mit etwas Handfesterem danken.
Hör gut zu. Im Terminal gibt es einen Raum. Dort bringen wir alle sündigen Dinge hin, damit der Fisch sie läutert. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du bist ohnehin ein Sünder. Vielleicht findest du da etwas Nützliches. Okay. Hallo, na los, nimm schon! Simon, das darfst du nicht! Xelanthius wird dich dafür exkommunizieren! Das wird er nicht, wenn du es ihm nicht erzählst. Oder möchtest du lieber hier sterben? Durch die Klinge eines Heiden? Na, natürlich nicht. Ich sag nicht. Das mache ich, weil die Luftdruckpistole quasi so die leiseste Waffe hier ist. Und ja, je nachdem, wo du hier bist, ist es wahrscheinlich echt ein bisschen besser, nicht ganz so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ich wollte jetzt halt einfach nicht hier so durchrushen, weißt du? Und dann habe ich 10 von den Typen am Hals. Und die anderen Waffen, die ich dabei habe, die machen halt schon auch echt Krach. Was auch dazu führen kann, dass ich hier irgendwelche anderen Viecher noch anlocke, die ich eigentlich nicht hier haben will. So. Das ist der Grund, warum ich tatsächlich relativ häufig diese Waffe benutze. Und die ist halt auch einfach... Eigentlich ist die echt gut, obwohl das nur so eine Luftdruckpistole ist, aber wenn du damit gezielte Headshots machst, was ich nicht immer so hinkriege, dann ist die auch recht effektiv. Okay, weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder da lang. Ist ja wieder so eine Ecke, wo ich jetzt wieder ungern hin möchte, aber das hilft ja nicht. Ach, das Vieh ist einfach nur am Schlafen. Ich latsche jetzt zwischen den schlafenden Viechern hin und her. Ja. Da ist auch wieder einer von denen. Ich versuche halt immer so ein bisschen, weil sind wir ehrlich, im Schießen bin ich nicht der Beste. Deswegen versuche ich eher den ganzen Scheiß hier zu umgehen und nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ich meine mich zu erinnern, hier in dieser Tankstelle, da war doch auch so eine kleine Station, wo ich... War hier nicht auch eine Werkbank? Ich meine, ich bin mir nicht 100% sicher. Weiß es nicht mehr genau.
Ach du liebe Zeit. Nikolai, du musst verstehen, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Entweder müssen wir das Schild entfernen oder eine Blockade errichten. Es kommen immer mehr Menschen. Die Familie, die zuletzt kam, musste ihren Wagen 6 Kilometer schieben und war sehr ungehalten, als sie erfuhr, dass wir kein Benzin haben. Ja, wir sind ein von der Regierung autorisierter ziviler Notversorgungspunkt, aber es ist nicht unsere Schuld, dass der Tankwagen nie ankam. Du kannst aber nicht erwarten, dass ich das all den Leuten erkläre, die auf dem Zahnfleisch angekrochen kommen, nur um dann ihre letzten Besitztümer zurücklassen zu müssen. Zum Glück ist noch ein Rest Notrationen in dem Zug, der auf der Brücke festhängt. Übrigens bin ich mit einigen der angenehmeren Leute von hier genau dorthin unterwegs. Wenn du also endlich den Tankwagen hast, kannst du mich dort oben aufsuchen. Oder besser noch, bring ihn direkt dorthin. Wir werden das Benzin brauchen, wenn wir den Winter überstehen wollen. Ja. Eigentlich. Hey, keine Werkbank. Miese Brise. War mir eigentlich recht sicher, hier wäre eine gewesen. Brauchen wir gar nichts mehr, ne? Das haben wir ja schon die letzten 2 Stunden, die wir hier umsonst verbracht haben, alles gelootet. Ach nö. Wie die denn angelockt? Könntest du treffen, bitte? Danke. Junge, wie oft muss ich dem denn noch mitten in die Fresse schießen? Bis da mal was passiert. Alter Schwede. Ich sag ja, ich bin echt... Mein Aiming ist... Aber manchmal ist es schon echt speziell. Ich hab grad ein bisschen Orientierung. Wo müssen wir hin? Da. Ja, ja, man kann Waffen auch auseinanderbauen, das ist korrekt. Also man kann Dinge auch zerlegen, genau, aber will ich ja gar nicht. Weil hin und wieder brauche ich sie ja dann doch mal. Wie du gerade gesehen hast. Ich versuche möglichst viel mit dieser... hier mit dieser Luftdruckpistole zu machen, weil die halt leise ist. Aber es klappt nicht immer. So, gucken wir mal. Ich habe doch auch hier irgendwie mal ein bisschen Upgrades für meine Schutzausrüstung bekommen, oder? Achso, einfach nur Wurfwaffenharnisch. Mein Gott. Okay, dann ist der Patronengurt aber, glaube ich, interessanter für mich. Weil mit Wurfwaffen eier ich jetzt tatsächlich nicht so viel rum. Hier hätte ich jetzt, ne? Hier hast du die Möglichkeit, die Waffe auch zu zerlegen. Aber wie gesagt, würde ich ja gar nicht. Ja, hier waren wir nämlich schon mal. Als wir 8 Stunden lang den Weg gesucht haben und hier komplett falsch waren. So, ich muss darüber, richtig? Und auch da waren wir schon mal und sind da ja aber nirgendwo weitergekommen. Das kann natürlich daran gelegen haben, dass wir zu einem Zeitpunkt da waren, als wir noch gar nicht hätten da sein sollen. Und das deswegen nicht funktioniert hat. Und wir da deswegen nicht weitergekommen sind. Ach, komm, ja, jetzt sind mich hier diese Kackviecher am
bekotzen. Ah, guck mal, jetzt ist dieser Weg da nämlich auch offen. Dieses Riesentor. Das war nämlich vorhin, als wir das erste Mal hier waren, nicht offen. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Lass mich doch in Ruhe, ihr Scheißviecher. Ach, die Waffen, die rumliegen, meinst du? Ach, die kann man... Okay, da habe ich dann tatsächlich noch nicht drauf geachtet. Okay, ja klar. Hat mich das Scheißvieh gerade ins Wasser gekickt? Ist doch gut jetzt. Da muss ich dann tatsächlich nochmal drauf achten. Okay, sorry. Das wäre mir dann wirklich einfach noch nicht aufgefallen. Sind wir jetzt hier richtig? Weiter geht's nicht? Oh, hör doch auf, mich hier anzukotzen, du Scheißvieh. Ne, Bootsteuerung geht richtig gut. Haben die richtig gut umgesetzt. Kappa. Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach du liebe Zeit. Ich glaube... Da versuche ich erstmal so ein bisschen aus meinem Boot heraus was zu regeln, oder? Ach du liebe Zeit. Und hier soll ich hin? Ja. Habe ich meine Gasmaske hier drin? Hier war auf jeden Fall einiges an Viechern. Die sich jetzt natürlich alle schön verpisst haben. Ich bin im Terminal. Jetzt muss ich die Motordraisine finden. Ich hoffe sehr, dass ich sie... Was? Dass sich in diesem Labyrinth kein Minotaurus befindet. Wer bitte ist ein Minotaurus? Wenn die das schon so da reinschreiben. Ganz zufälligerweise. Dann wird, was auch immer das ist, doch mit Sicherheit hier sein. Wo ist der Weg? Ach, guck mal. Kann ich den schon looten? Pass auf. Ach, leck mich doch am Arsch. Alter, da war doch noch was. Naja, super. Hier, ich hab gedacht, da kann ich mich noch draufstellen. Okay, das scheint der Weg zu sein.
die denn hergekommen? Wo gehen wir zuerst lang? Tja, das ist wieder die Frage. Ich fange mal mit oben an. Einfach, um mir vielleicht einen Überblick zu verschaffen. Okay. Hilft mir jetzt auch nicht. Vielleicht sehen wir auch einfach schon noch was, was ich von hier oben schon mal noch wegknallen kann. Wo ich mich dann nachher nicht mehr unten drum kümmern muss. Aha! Hallo, meine Freunde. Funkgerät. Oh, so direkt zum Helm. Ist das ein Nachtsichtgerät? Ach, krass. Ja, gut. Drücke F, um Nachtsicht. Wie mache ich denn dann jetzt die Funzel an? Wenn F jetzt Nachtsicht ist. Woher war F ja? Taschenlampe. Bravo, Markus. Okay, hier wurde also fleißig Forschung betrieben, ja? Mit den Catfischen. Hier ist ein Grab. Okay. Wahnsinn! Und mir ist das die ganze fucking Zeit nicht aufgefallen, dass ich die Dinger auch in ihre Einzelteile zerlegen kann und dadurch die ganze Zeit Rohstoffe gehabt hätte. Danke für den Tipp. Könnte ich mir gerade schon wieder selber in die Fresse hauen, dass mir das die ganze Zeit nicht aufgefallen ist. Katastrophe. Nicht lang. Das wird auch kein Weg sein. Gehen wir mal wieder zurück. Gib mir doch. Damit können wir die Dinger hier drehen, oder was? Ja.
Hat die Nachtsicht unendlich Power? Kannst du bitte sterben? Danke! Junge, wie viele Schüsse? Alter! Da krieg ich Plack dran. Dass du bei manchen ein Schuss weg? Und bei manchen musst du ein halbes Magazin reinballern. Das kann doch nicht sein. Nachtsicht muss ich auch laden. Okay, wahrscheinlich dann so wie die Taschenlampe auch, ja? Muss ich dann zwischendurch hier so... Okay. Aber ist ja nicht schlimm. Das kriegen wir hin. Das ist ja ganz nett. Aber mit dieser Nachtsicht durch das Visier gucken ist eine absolute Katastrophe. Alter. Also irgendwo hört man sie hier schon wieder. Aber ich sehe sie noch nicht. Die sehen mich, ja, das ist korrekt. Das ist eine nicht ganz so glückliche Kombination. Was war jetzt gerade der Funkspruch? Ich hab's nicht gehört. Ach, guck mal. Hallo. Ja, duck dich halt in dem Moment, ne, du Affe. Da steht da auch noch einer. Oh, da steht sogar einer direkt vor mir, den ich nicht gesehen habe. Junge, guck dir das an! Guck dir das an! 28.000 Schüsse in den Reihen! Ach, leg mich doch. Entschuldigung, das war nicht geplant. Junge! Es kann doch nicht wahr sein! Dass du die teilweise mit dieser scheiß Luftpistole mit einem Schuss wegriss und mit einer Kalaschnikow muss ich ein Magazin in die reinballern. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott, ey. Das kriegst du auch irgendwann nicht mehr mit meinem schlechten Aiming erklärt. Behaupte ich mal.
Schon wieder. Guck mal, ein Schuss tot. Und er, der jetzt schon 5-6 Schüsse abbekommen hat, der verreckt jetzt einfach nicht. Guck mal, was ist das für ein Bullshit? Das kann doch nicht richtig sein. Was ist denn hier passiert? Diese roten Sporen, die waren auch irgendwie nicht so geil, ne? Das noch richtig im Kopf habe. Großer böser Fisch. Nee. Ja, ja. Das Funksignal ist miserabel. Bitte kommen! Verdammt! Ende! Immer noch kein Empfang! Ich kriege keinen Kontakt! Das fandst du sehr lustig am Donnerstag, wie ich mich weggeschmissen habe. Wo habe ich mich weggeschmissen? Was habe ich vergessen? Was? Ja gut. So kann man das natürlich auch lösen. Wenn der große Fisch hier den Bums wegholt. Das soll mir ja egal sein. Das kann er ja machen. Achso, mit deinem Nee. Das ist so, ja. Aber gerade noch eine Leiter. Müssen wir gleich mal gucken, ob das unser Weg ist. Ich habe hier so ein Hardcore-Chemielabor eingesammelt mittlerweile. Ich glaube, ich will nicht darunter. Also vermutlich werde ich nicht drum rumkommen, aber eigentlich will ich nicht. Hallo.
Ja, das scheiß Vieh wirft mir einen Stein an den Kopf. Ach du Wichser! Ja, also auf nah ist die Luftdruckpistole echt nicht gut. Ach, du lebst immer noch. Ach so, jetzt habe ich da keine Muni mehr für. Okay. Da noch uns. Da wird so aus, als wenn da noch einer an die rankommen würde. Okay, war auch so. Alter! Hauptsache, da kommen wieder 20 von denen. Mein Gott, ey. Reicht nicht einer? Nee. Hör auf, mir Steine an den Kopf zu werfen. Haben wir's jetzt? Was ist? Was ist hier überhaupt mein Ziel? Ich muss diese scheiß Draisine finden. Eventuell die? Sparen können. Okay, geht sogar. Wobei, das ist keine Draisine, das ist halt einfach ein kompletter Güterwaggon. Jetzt wieder von zig Viechern gejagt, oder? Oh, der snackt sich hier aber auch ein bisschen was weg. Ist der gerade durch die Wand gekommen? Oder beruhig dich. Atium, lebst du noch? Ja. Bitte komm, Atium. Atium. Atium, alles klar? Antworte. Ja, ich bin noch hier. Ach so, nee. Falsche Taste. Hallo. Was passiert, wenn ich die runterlasse? Okay. Warte.
erstmal gab es hier was zu drehen. Was passiert da? Ah ja. Ah. Ah, da ist die Draisine. Okay, und die müssen wir irgendwie hier rauskriegen. Ich verstehe diese. Wir speichern mal zwischen. Das ist übrigens eine Eigenschaft, die möchte ich erwähnen, die mag ich sehr anspielen, dass ich zu jeder Zeit, wann ich will, speichern kann. In letzter Zeit gibt es immer wieder mal Spiele, die der Meinung sind, ey, ich schreibe dem Spieler vor, wann er zu speichern hat und wann nicht. Und dann musst du teilweise ewig lang irgendwelche Level neu machen, weil du irgendwo verreckt bist. Da kriege ich Plack. Das finde ich hier sehr gut. Ach du liebe Zeit, was ist das denn? Dickes Bestandsbuch. Dienerin unseres Herrn Aleftina? Keine Ahnung. Okay. Woran die gestorben sind, ja? Altersschwäche, Pilzvergiftung, mangelnder Glaube. Einem Dämon der Elektrizität erlegen? Selbstverständlich. Mangelnder Glaube. Mangelnder Glaube. Schwindsucht. Verhungert. Gargoyle-Angriff. Heidnische Gräueltat. Alter. Okay. Ihr wolltet die jetzt nicht alle durchlesen, ne? Habe ich so verstanden, oder? Das Scheißding müssen wir irgendwie gedreht bekommen. Das ist jetzt ein, glaube ich, jetzt hier gerade im Kreis. Ist das ein Weg, wo wir vorhin schon mal waren? Ich glaube ja, ne? Vor dieser Tür standen wir vorhin schon mal, ne? Und dann war, da war die zu. Ja, ist klar. Okay, also brauchen wir da nicht mehr lang. Also wird es irgendwas hiermit zu tun haben. Und da kann ich jetzt einfach hingehen? Im Leben doch nicht. Im Leben marschiere ich jetzt nicht einfach dahin und fahre das Ding hier raus. Ich kann jetzt wirklich einfach hier so rausfahren, ohne dass was passiert. Ich hätte damit gerechnet, dass dieser Fisch da noch ausrastet. Ihren Motor hören. Gut gemacht. Jetzt solltest du dich zum Depot begeben. Was aber
Ich muss jetzt hier mit Sicherheit irgendwelche Weichen stellen, oder? Das habe ich mich jetzt gerade schon die ganze Zeit gefragt. Ich kann jetzt nicht hier einfach durchfahren und easy peasy, das war's. Deswegen sind aber... Danke dafür. Deswegen sind da wahrscheinlich auch diese Fackeln an den Weichen, oder? Die werde ich stellen müssen. Bin ich jetzt hier fest? Willst du mich verarschen? Ach nee, genau. Wie war das? Mit drauf schießen? Im vorherigen Teil war das auch irgendwie mal mit da drauf ballern und dann hat das Pling gemacht und dann hat sich da die Weiche verschoben. Ich hoffe, ich fahre hier richtig. Ich soll ja irgend so einen Personenwaggon holen. Du siehst hier halt nichts, ne? Hallo? Ich bin da jetzt wieder in so einem Lager von so Typen, ne? Sehe ich richtig, ja? Achso, ich wollte nochmal kurz auf. Offenbar wohnen jetzt Banditen in dem Waggon. Aber ich muss ihn trotzdem holen. Ich muss nur das Tor öffnen. Und ihn mit meiner Motordraisine herausziehen. Wir speichern mal. Kann ich einfach reinfahren? Was passiert dann? Ich glaube nicht, dass das jetzt so funktioniert. Okay. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Es hat mich schon gewundert, dass ich einfach so aus diesem Depot da rausfahren konnte. Ohne. Ich hätte eigentlich echt gedacht, dass dieser Fisch nochmal ein bisschen eskaliert und mich da wegsnackt. Keine Munition mehr für diese Scheiße, ne? Das ist ein bisschen kacke jetzt. Ah, guck mal, da kann ich mich doch, glaube ich, noch mal ein bisschen vorbereiten auf den Kampf, der da folgt. Aha! Was ist das? Ich bin nicht ganz zufrieden mit den Waffen, die ich hier habe. Ja, da Werkbank. Gibt's hier noch irgendwas zum Einsammeln? Eigentlich müsste ich ja jetzt... Ich habe vor allem so viel Chemie eingesammelt da. So. Steht da irgendwas draußen vor der Tür und will rein? Das wirkt gerade ein bisschen so. Genau. Erhöht die Genauigkeit. Es verringert etwas die Genauigkeit, aber es erhöht die Stabilität. Na gut. Zielkopf mit vierfacher Vergrößerung. Kimmer und Korn. Reflekt. Muss ich ausprobieren, ob ich damit besser arbeiten kann.
Das würde auf dem Ding würde das schon fast mehr Sinn machen. Aber nicht auf der Kalaschnikow. Beim Kopf. Kalaschnikow. Kalaschnikow. Da macht das keinen Sinn drauf. Da macht das Sinn drauf. Habe ich das nicht gerade abmontiert? Ich habe nicht auf das Montieren geklickt. Entschuldigung. Eine Sekunde. Wo waren wir lang gefahren? Da lang waren wir, ne? Da ist er, da sind wir. In die Richtung wollen wir. So. Dumm. Da ist er, dieser Scheißer! Ich richte eine Ratte. Jungs, wir müssen den Schweinehund finden, sonst rennt er uns noch davon. Ist klar. Ich habe ihn im Visier, Leute. Also ja, ich habe ja nicht das beste Aiming, aber manchmal...
Ja, so richtig kriegst du die hier nicht aus diesem Winkel. Korrekt. Mal sehen, welches eine Art. Da ist er, dieser Scheißer. Wenn ich halt mich komplett nicht auf dieses Visier verlassen kann. Oder bin ich zu weit weg? Ich weiß es nicht. Ich sehe den dreckigen Scheißer! Der Schweinehund ist da unten! Ach, guck mal, das ist eine Funktion, die kannte ich auch noch nicht. Leute, wir kriegen mächtig auf den Arsch! Tja, hier unten durchsuche ich hier alles und bringt mir das Miststück, bevor ich wütend werde. Klaro! Und wenn ich dich, ja, komm schon, zeig dich. Dann schneide ich dich in ganz dünne Streifen. Darauf kannst du dich schon freuen, du Schweinehund! Das Miststück hält sich versteckt. Gut, nur weiter. Okay, dadurch kann ich nicht schießen, durch das Gitter. Komm, den da oben würde ich jetzt ganz gerne noch wieder mal wegfrühstücken. Der mal ein bisschen, Entschuldigung, da aus seiner Ecke rauskommt. So, jetzt. Sehr gut. So.
Aber ich glaube, jetzt können wir ein bisschen offensiver mal hier durchgehen. Der gröbste Kram hier vorne ist weggeräumt. Fall noch welche da. Mindestens zwei Taschenlampen habe ich hier noch gesehen. Tod. Mann, was zum Teufel? Natürlich verstecke ich mich. Also ich laufe euch voll in die Arme. Mit mir spielen, du Schweinehund? Ich bin dabei und dein Arsch ist der Einsatz. Völlig in Ordnung. Jetzt gehst du nirgendwo mehr hin, du Miststück. Ganz schön große Arien, die die hier immer halten, dafür, dass die hier alle weggepustet werden. Sehe ich jetzt nicht. Du Schweinehund! Komm schon, zeig deine Hand! Verdammt! Durch die Scheiße krieg ich noch eine Kugel in den Kopf! Leute, wir sind am Arsch! Scheiße! Ich hab ihn im Visier, Leute! Du verdammtes. Ich krieg dich noch und dann dreh ich dich auf links! Wie viele sind denn noch hier drin? Also ein paar Bewegungen höre ich auf jeden Fall noch. KI ist jetzt nicht die intelligenteste. Komm. Tja, Jungs, durchsucht ja alle. Die Schweinehunde. Da ist der Scheißer. Natürlich ein bisschen aufpassen, dass da nicht auf einmal einer von hinten ankommt. Alter, wie viele sind denn da oben noch, ey? Und einfach einer nach dem anderen. Gehabt. Das ging vor den Helm.
Moment seid das nur ihr. Nö, nö. Bin weg. Aufpassen, Leute! Die haben einen von uns abgemurkst! Es dauert lange, bis wir deine Innereien zu Gesicht bekommen, du Miststück! Muss ich dich jetzt auch noch suchen? Na gut, nachdem du mir schon so viel sagen wolltest. Du bist so gut wie tot, du Dreckskerl. Komm raus, damit ich dich aufschlitzen kann. Okay, also hier im Waggon scheint keiner mehr zu sein. Dann geht es wohl wirklich nur noch um den, der oben auf dem Dach steht. Das wird wohl der letzte sein. Hallo? Okay, er stand nicht mehr auf dem Dach. Gehe ich aber jetzt nochmal auf dem Dach gucken. Ob wir dann jetzt wirklich mal alle erwischt haben. Guck mal, hier geht's noch. Real. Ein bisschen Loot. Ach, hier geht's sogar noch unter den Zug. Nee, okay, komm, das sparen wir uns jetzt. Wir gehen jetzt nur noch oben drauf, dann holen wir die Draisine. Dann holen wir den Waggon hier weg. Dann war es das auch für heute. Lager, was sie sich hier on top noch gebaut haben. Aber es scheint keiner mehr da zu sein, zumindest höre ich hier keine Stimmen mehr. Thank you.
Ach, Quatsch. Los, tu es! Ah, Tor öffnen, ja? Jawohl, ja. Sehr gut. Danke dafür. Dann gehen wir mal den Waggon anhängen. So, und jetzt quasi einfach zurückfahren, ja? Ich behaupte, das wird nicht, dass es nicht einfach so einfach passieren wird. Ich habe den Waggon, der ist ein echtes mobiles Zuhause. Damit könnten wir es tatsächlich bis zum Diamantaus schaffen. Ich bringe ihn besser sofort zur Basis, denn der Händlerkonvoi kann jeden Moment eintreffen. War ich jetzt richtig? Ja. Da ist so ein kleiner Wackelkopfdackel. Wackeldackel. Aber das Spiel gönnt mir, dass ich jetzt einfach mal durchfahren kann. Wenn ich da noch nicht so recht dran glaube. Aber wir fahren auf jeden Fall richtig. Eine andere Möglichkeit gibt es auch nicht. Wie soll ich denn da durchfahren, Junge? Das soll funktionieren. Genau, das Spiel so. Nein. Die Viecher einfach über den Haufen fahren. Was ist? Hat er mir da irgendeinen neuen Punkt auf der Karte markiert? Nein. Das ist irre. Nee, war auch einfach. Schon beim Störsender war mir klar, dass du was drauf hast. Kannst du meinen Teddy suchen? Oh, was für ein Prachtstück. Oh, man kann sehen, dass sie ordentlich gepflegt wurde. Im Gegensatz zu meinem armen alten Mädchen. Wie schnell sie auf gerader Strecke wohl fährt, das muss ich Crest unbedingt fragen. Obwohl,
Gibt es nach all dieser Zerstörung überhaupt noch eine gerade Strecke? Dieser Crest ist ein ausgekochtes Schlitzohr, wenn er mit diesem kleinen Ding solch eine Reise unternimmt. Danke, Artyom. Wie soll ich dir bloß danken? Danke, Artyom. Du bist ein Held. Ich stehe tief in deiner Schuld. Man ist stets bemüht, ne? Hallo, Artyom. Hallo. Wie ist hier die Lage? Seid ihr endlich mal soweit? Der Kübel hier wieder fährt. Du bist wieder zurück. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Ja, danke dafür.